sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann... Wer singt denn hier so schön? Ich! Ach, Flip! Na? Ach, ich möchte mal wieder in die Wolken steigen. Ich hab so Sehnsucht. Du möchtest mal wieder in die Wolken steigen? Wie bei deinem Flug über unser Außengelände? Ja, aber es geht ja nicht immer, weißt du? Geht nicht immer, ne? Du hast ja gerade so ein schönes Lied gesungen. Wie wär's denn? Über den Wolken. Über den Wolken. Die Freiheit wird ganz hellos sein. Wie wär's denn, wenn wir ein Flugzeug basteln für dich? Das finde ich super toll. Du ja? bist ein super Flugzeugfalter. Genau. Lars. Ja, dann okay. Lass uns doch mal loslegen und ja. den Kindern zeigen und Wie für denn? Dich ein Flugzeug falten. Also ein Blatt? Ja. Man dafür, braucht nur ein Blatt? Genau, dafür nehmen wir ein... Ja, ganz einfach. Für unser, für unser Flugzeug brauchen wir nur ein ganz normales weißes DIN A4 Blatt. Ein DIN A4 Blatt? Genau. Ein DIN A4 Blatt. DIN A4, schwieriges Wort, ne? Blätter. Wieder so komische Wörter habt ihr immer, DIN A4. Ja, weißt du, die Blätter, die haben ja verschiedene Größen. Es gibt ja auch größere Blätter, die nennt man dann DIN A3 und so weiter. Ja. Genau. Okay. Also du meinst ein Blatt mit vier Ecken, meinst du das? Genau. Okay, dann sag das doch direkt so. Okay. Die Farbe ist auch egal, wir haben jetzt ein weißes Blatt, ja. aber die können die Kinder sich natürlich selber aussuchen. Okay. Und jetzt fangen wir mal an. Dann kannst du natürlich auch helfen, indem du einmal das Blatt einmal zur Hälfte faltest, so ungefähr. Möchtest du das gerne platt drücken, wie beim, als wir die schönen Hüte gefaltet haben? Ja, dann machen wir es mal eben in die Kamera. Ja, genau. Ja. Kann man das sehen? Kannst du es mal bitte festhalten? Ja, ich halte es fest. Das heißt immer Ecke auf Ecke, richtig? Ja, genau, Ecke auf Ecke. Ecke mal ganz ordentlich. Ja, und dann super. Muss man schön falten. Ja, sehr schön. Okay, habe ich gemacht. Perfekt. Okay. So, dann klappen wir einmal das geknickte Blatt wieder auf. Okay, dann hat man eine. Ja, was haben wir hier, Kinder? Eine Linie. Genau, genau. Falze. Genau, genau in der Mitte. Faltkante. Genau, so okay. kann man das auch nennen. Ja. So, dann nehmen wir unsere Ecke und falten die einmal zur Mitte hin. Ja, kann man das ja, sehen? Ja, machen wir das. Genau, falten wir einmal zur Mitte hin. Ja. Und dann machen wir das nochmal schön mit unserem Zeigefinger oder der Flip mit seinem Schnabel nochmal schön gerade. Und seine Spitze, ne, lass. Genau, so. Dann nochmal dasselbe auf der anderen Seite. Genau. Und jetzt kann man sich merken, sieht fast aus oder fast wie ein Haus aus. Das ist das Haus von Nikolaus. Du siehst ein bisschen aus. Ja, da hast du recht. Ein bisschen sieht es so aus. So, jetzt machen wir dasselbe nochmal. Nehmen uns diese Ecke. Und das ist ein bisschen schwieriger. Falten sie nochmal zur Mitte hin. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr genau auf der Linie bleibt. So. Dann mach mal deine Hand weg, ich mach's mal. Ja, danke. So, jetzt sieht es schon ein bisschen, wird ja immer spitzer, ja. ne? Spitzer. Ich bin immer ein bisschen zu voreilig, Flip, ne? Ja, das macht ja nichts, kann ja mit dir reden. Ja, da hast du recht. Und dasselbe machen wir nochmal auf der anderen Seite. So, der Flip darf mal wieder schön platt drücken, dass das auch alles gut aussieht. So. Boah, jetzt sieht es schon richtig spitze aus. Jetzt magst du mal fühlen mit deinem Schnabel, ob das spitz ist? Ja, ist sehr spitz. Ist sehr spitz, ne? Ja. So. Dann ist jetzt der nächste Schritt. Jetzt sollte es bei euch so aussehen, ungefähr, dass wir einmal diese Seite auf diese Seite falten. Zusammenklappen. Genau, zusammenklappen kann man auch sagen. So, der Flip darf einmal wieder das schön platt machen. Genau. Wenn das hier nicht
ganz gerade ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Dann könnt ihr das einfach nochmal verbessern. So. Und dann sollte es bei euch ungefähr so aussehen. Genau. Wir haben das jetzt wieder, der Schritt war, wieder aufeinander zu klappen. So. Okay. Jetzt kommt ein schwieriger Schritt, da müsst ihr gut aufpassen. Dann mach das mal ganz langsam. Machen wir. In Zeitlupe. Okay, machen wir. Wichtig ist, dass ihr das Blatt so vor euch hinlegt, dass die lange Gerade nach vorne zeigt. Mhm. Genau. Und jetzt nehmt ihr euch, das Blatt hat ja zwei Hälften, nehmt ihr euch die eine Hälfte und klappt sie nach vorne. Mhm. Und dann macht ihr es wieder gerade. Mhm. Jetzt sieht es so aus. Ja. Und dann hatten wir das Blatt ja vorher so liegen. Dann drehen wir das einmal um. Ja. Und machen dasselbe auf der anderen Seite. Okay. Jetzt könnt ihr euch hier dran orientieren, sodass ihr einfach diese Seite auf die andere Seite faltet. So. Und dann. Und dann. Sieht es ungefähr auf beiden Seiten so aus. Ja, das sind ja jetzt schon so Flügel, ja, oder? Genau, und dann können wir unsere beiden Seiten nach oben klappen. Ach, und schau mal, Düsenjet. Haben wir einen eigenen Papierflieger. Ach, wie toll. Oder auch einen Düsenjet. Ah, das sieht mal super genau aus. Sehr schön. Ja, den Düsenjet-Papierflieger könnt ihr jetzt testen. Und mal, unser fliegt bestimmt auch super. Und ihr könnt noch anschließend, könnt ihr zu dem Düsenjet, könnt ihr auch noch Gleiter hinzufügen. Gleiter? Ja, dann gleitet er besser durch die Luft. Macht man das? Denn jetzt lassen wir ihn erstmal fliegen. Okay, lassen wir ihn erstmal fliegen. Okay, super, kann man das sehen? Ja, ich denke schon, ne? Wichtig ist es, dass ihr den Papierflieger hier ganz vorne anfasst. Mhm. Super, und dann, dass man die nach oben wirft. Nicht nach unten, sondern nach oben. Okay. Und los geht's. 3, 2, 1. Sturzflug. Okay. Ja. Mhm. Ich heb den einmal auf. Und jetzt sollen wir dem mal noch Gleiter hinzufügen, Flip? Ich möchte ihn jetzt auch mal fliegen lassen. Ah, ja, klar, natürlich, natürlich. Natürlich möchtest du den auch fliegen lassen. Ha, aber dir war ja nicht so doll, ne? Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Gleich, du kannst es bestimmt besser. Ja, das weiß man nicht. Ja. 1, 2. Ah. Ja. Ja. Wo ist er denn? Da ist er ja. Ja, die Gleiter werden vielleicht nicht verkehrt, ne? Ja, sollen wir mal ausprobieren? Ja, bitte. Super. So. Dann Gleiter. Ja. Prise. Abitur. Das sind ja die, du hast schon viele Wörter gelernt. Ja, ne? Weißt du, was ich auch gelernt habe? Ja, erzähl. Was liberiert das? Was denn? Ich kann zählen. Man glaubt es gar nicht. Echt? Ja, ich konnte am Anfang nur immer bis 15. Stimmt, stimmt. Aber jetzt stimmt. Mit der Therese und dann Löffelchen und dann noch ja eine Tasse und ein Förmchen und Hula Hoop. Und die ganzen Challenge, und da habe ich jetzt, ich kann richtig gut zählen lassen. Ganz viel hast du dabei gelernt. Ja, ich habe hier ganz viel gelernt. Das freut mich zu hören. Da seid ihr auch gute. Gute. Ja. Erzieher. Wir bringen den Kindern und natürlich dir gerne was bei, ne? Genau. Okay, so, weiter zum Thema. Gleiter. Jetzt zu den Gleitern, genau. Ja. Haben wir den fertigen Papierflieger, ja, den ihr schon kanntet. Mhm. Und falten einmal diese Seite, falten wir mal ein bisschen, könnt ihr selber aussuchen, zur Mitte wieder hin. So ein bisschen ein Genie, ne? Und dann seht ihr, steht dieser Gleiter. Oh, ja. Und dasselbe macht ihr dann noch einmal auf der anderen Seite. Schlauer Fuchs, der Larsen.
Gleiter. Ach, das habe ich auch alles gelernt. Ja. Ja. Ja, so. Und jetzt sollen wir nochmal testen, ja, ob er besser fliegt. Ja, bitte. Okay. Auf geht's. Los geht's. Oh. Er ist schon sehr gut geflogen, oder? Ja, das geflogen, war die Gleiter. Die Gleiter war mal eine gute Idee. Ja. Super. Das freut mich. Sehr schön. Natürlich. Und dann kann man doch auch kleine Flugzeuge basteln und falten und große. Genau. Ja. Finde ich gut, Lars. Ja, finde ich auch. Super. Was ihr natürlich noch machen könnt, ist den Papierflieger dann, wie ihr möchtet, anzumalen. Mhm. Das könnt ihr sehr gern machen. Ob mit Buntstiften, Filzstiften, Wachsmalstiften, ist euch überlassen. Ja. Und ja, Flip. Super Sache. Genau, finde ich auch. Mhm. Können die Kinder zu Hause mal gern nachfalten. Mhm. Und bin ich mal gespannt, ob der genauso gut fliegt wie unser Papierflieger. Genau. So, dann sagen wir tschüss. Vielen Dank, hast du toll erklärt. Danke, Lars. Ich habe mein Bestes gegeben. Wie immer. Wie immer, genau. Genau. Und wir sagen viel Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß beim Nachmachen, Kinder. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Die Flippiretas, die Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Wir sind kunterbunt und drum geht es rund mit viel Energie. Und Spaß ist das Ziel, davon haben wir ganz viel. Die Flippiretas, die Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich mit uns Flippiretas. Hab einfach Spaß. Die Flippiretas. Und das war's bis nächstes Mal. Ciao.